Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchten wir uns doch gerne einmal ansehen, wie sich mein Mini-Aquarium hier auf meinem Schreibtisch so innerhalb der letzten Monate entwickelt hat und mich hier bereichert an meinem Arbeitsplatz. Also bleibt dran, das wird sicher spannend. Bitte schalten Sie nicht um, ich werde jetzt nur das Video pausieren. Also betrachten wir hier unter dem richtigen Licht nun einmal mein Mini-Aquarium hier, in dem, wie der ein oder andere Stammzuschauer schon weiß, sich hauptsächlich Quellmoos befindet, sowie eine Muschel zur Kalkanreicherung und einige Schnecken seit jeher. Und wie wir sehen können, sind diese hier immer noch lebendig nach all dieser Zeit, da sie sich von den Algen und auch anderem ernähren, was durch Sonnenlicht hier entsteht. Der mikrobiologische Kreislauf sozusagen, wie man ihn kennt. In einem richtigen Aquarium habe ich hier auf ganz kleinem Raum, das Konzept nennt sich in der Regel auch Schneckenvase. Und das finde ich vor allem gut, da ich beispielsweise jetzt hier, nämlich auf meinem Schreibtisch, es passend in mein Ambiente integrieren kann, worauf ich vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen werde. Aber an der Stelle möchten wir nur einmal das Betreiben beobachten. Ich habe nämlich nicht nur eine große Schnecke beobachtet, sondern auch einige kleine, die wir bestimmt auch gleich noch sehen werden. Das sind hauptsächlich Quellblasenschnecken hier. Ich glaube, es waren auch mal die eine oder andere, andere Schnecke dabei, aber das sind so die Arten. Hier beispielsweise schneckt eine der Schnecken auf meinem Stein und ist putzmunter. Aber was wir vielleicht beobachten können, ist, dass hier der Wasserspiegel etwas gering ist und dem möchten wir doch jetzt einmal entgegenwirken mit meiner tollen Gießkanne hier im Vintage-Look. Used, also sie sieht wirklich alt aus, aber trotzdem schlichte, schöne, runde Form. Das Wasser daran ist hoffentlich nicht so alt wie die Gießkanne an sich. Aber es stammt von draußen, also hoffentlich sind nicht wieder Froscheier mit drin. Und das können wir dann einfach so hier hereingießen. Können wir nicht dann die Gießkanne offenbar leck schlägt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Problem behebe. Offenbar war der Zugang oben verstopft und durch das Anheben hier ist durch die Fehlkonstruktion der runden Form das Wasser herausgelaufen. Deswegen, wenn ihr nicht so eine tolle Gießkanne wie ich habt, dann könnt ihr euch auch anders behelfen. Denn diejenigen, die keine Gießkanne haben, haben vielleicht ein handelsübliches Glas, so wie das hier, was sich auch eignet, um Flüssigkeiten vom einen in die andere Gefäße oder Richtung zu befördern. Aber wir wollen hier nicht abschweifen, sondern lassen Taten folgen. Und zwar wird mir dieses Glas jetzt dazu dienen, aus dem Aquarium etwas Wasser zu entnehmen und dort drüben hereinzugeben. Und zwar ganz einfach mit einem Schöpfer. Ich habe sogar ein paar Wasserpflanzen geangelt. Das ist doch schon mal was. Und so kann ich das dann in mein anderes Aquarium hereingeben und hier dann mit einer richtigen Gießkanne größere Mengen Wasser fachgerecht nachfüllen. Dafür habe ich nämlich das hier. Aber zurück zu meinem Mini-Aquarium auf meinem Schreibtisch. Und nun gieße ich zum Finale das einfach hier herein. Und wie wir sehen, brauche ich wohl noch eine zweite Menge. Hier ist die zweite Runde. Und ich denke, viel voller möchte ich es auch gar nicht haben. Denn ich bin nicht unbedingt der Freund des größten Nervenkitzels, wenn eine kleine Erschütterung den Tisch bewegt, dass es überläuft. Aber zumindest ist jetzt die Spitze wieder bedeckt meines Felsens. Und die Sauerei hat sich in Grenzen gehalten. Die Pflanzen hier, die sind wohl noch von Kalle Schwensen, die Eingesandten, die noch verbleibend sind an dieser Stelle. Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich wurzeln sie hier nicht an, sondern naja, sie schwimmen frei herum und wachsen oder werden von den Schnecken angefressen, aber die Schnecken sind noch sehr klein und nur in einer kleinen Anzahl hier zu sehen zum Beispiel, faszinierend. Und das ist eben das Tolle an so einem Mini-Aquarium auf dem Schreibtisch.
Und damit würde ich mich doch auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht könnt auch ihr diesem Konzept eines Aquariums etwas abgewinnen. Es hat ja jetzt natürlich keinen Filter und auch keine großartigen anderen Funktionen, außer dass es einen erfreut. Aber das sind Zimmerpflanzen relativ ähnlich. Nur, dass das hier eben nicht gegossen werden muss, sondern man es nur ab und an mal etwas nachfüllen kann, je nach Bedarf. Man sollte allerdings verantwortungsvollerweise tatsächlich hier nur Schnecken drin halten oder vielleicht allenfalls noch Wasserasseln, denn alles andere würde hier auf diesem kleinen Raum wahrscheinlich etwas zu wenig Platz haben. Für Garnelen mag es zwar auf den ersten Blick auch geeignet aussehen, aber die bräuchten schon mindestens die doppelte Größe, damit sie fachgerecht, artgerecht umherschwimmen können, denn Garnelen schwimmen gerne umher. Asseln hingegen kriechen nur und deswegen sind sie da weniger auf den Platz angewiesen. Genauso wie die Schnecken. Aber ich denke, da gibt es sicher in den Kommentaren den einen oder anderen Fachmann, der da mehr Bescheid weiß als ich. Von daher würde ich mich sehr freuen, da die ein oder andere anregende Diskussion hervorzurufen über die verschiedenen Arten der Aquaristik im Allgemeinen. Gibt es ja immer viel zu diskutieren. Von daher hoffe ich mal, dass ihr es alle gelassen nehmt. Jeder soll doch sein Aquarium so behandeln, wie er es möchte. Und in diesem Fall hier schadet es ja auch nicht mal den Schnecken, denn die haben hier ausreichend Raum. Genau, also von daher würde es mich freuen, wenn es euch gefallen hat, mir ein Abo dalasst. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, an euer Telefon zu gehen, wenn es klingelt. Weil ihr nämlich nicht vergessen solltet, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ja, damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer. Wir haben es im Kasten. Wir haben es.